Moin Leute, willkommen zu einem Adventskalender-Video. Ein weiteres V-Test, der Losi Tenacity DB Pro 3S, umgeritzelt auf das mitgelieferte Ritzel. Alles andere Stock, außer dass wir hier die Smart DX sowieso dran haben, DX5 Pro. Und da gucken wir doch mal, was jetzt hier so angezeigt wird, oder was so geht. Locker steht auf, was habe ich da hingesehen? 0,6 oder 9,6? Ja, 9,6, okay. Ein bisschen dreckig. Oha. Hier haben wir natürlich TSM, hier der AVC hier noch an. Aber ich habe kurz mal erzählt, dass das hier bei dem neuen Anfänger unklar ist, wie es rausprogrammiert wird. Weil die anderen tun da irgendwie nicht stimmt. Aber trotzdem sehr stabiles Fahren. Man sieht zwar, wie das AVC arbeitet, aber auch so ist die Geometrie da. Ich die Modelle überragend. Fährt gut, ne? Der Fisch sind der echt sauber, ne? Ja, fährt richtig geil. Ja. Ah, das haben wir 74,8. Ja. Das ist doch gut. Gucken wir mal, was hier so angezeigt wird auf dem Smart-Menü, so was wir hier so haben. Ja, das haben wir letztes Mal schon gesehen. Genau. Steht hier so 2000. Ja, das ist auch geil. Das ist ja auch schon wieder. 21 Grad zeigt auch wieder an. Mhm. 4,07, ja gut, das ist ja alles die normalen Daten. Ja. Irgendwo war hier auch, dass dann die Geschwindigkeit erzeugen kann. Ob das in diesem Zusammenhang nicht funktioniert. Irgendwie habe ich das gesehen, dass mit anderen Videos Geschwindigkeiten angezeigt wurden. Okay. Ja. Gut, vielleicht fehlt da noch irgendwie was, dass er das kann. Ja, das war auf jeden Fall der DB Pro. Sehr schön, ist die Test. Und dann, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Adventskalender-Video.